So, vier Operatoren in C#, die in letzter Zeit zumindest von mir sehr gerne benutzt worden sind und auch der eine oder andere mit der Zeit lieben lernt. Erst sieht es mal durchaus kompliziert und komplex aus, aber schauen wir sie uns an. Also, wenn es interessiert, was macht Fragezeichen, Doppelpunkt, Punkt, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und Underscore und wie man die kombiniert, dranbleiben bis am Ende des Videos, wisst ihr es. Also, fangen wir mal an. Machen wir ein MyObject. Object ist gleich NewObject. Oder machen wir vielleicht mal Null. Okay? Und jetzt haben wir int x ist gleich 0. Und jetzt haben wir so etwas wie f, object gleich null, ungleich Null. Ja, wenn das Ding ungleich Null ist, dann soll x den Wert von object bekommen. Und zwar von der Methode getValue. GetValue. Okay, also das wäre so ein, machen wir noch else, x ist gleich 3 und dann console.writeLine x. Okay, also myObject, getValue, die Methode liefert einfach 3 zurück, fix, gut, dann machen wir hier x ist 42 und hier machen wir x ist 21, gut. So, also, wenn x den Wert bekommt 0 und wenn object null ist, dann oder ungleich null ist, dann holen wir uns die 21 vom Objekt und ansonsten nehmen wir 42. Dieses if then else ist sehr explizit, man weiß genau, was zu tun ist, egal von welcher Programmiersprache man kommt, aber es ist natürlich nicht die kürzeste Art und Weise. Und deswegen gibt es einen tertiären Operator, der diesen Ausdruck verkürzen kann. Wir können zum Beispiel sagen, anstatt von dem hier, könnten wir sagen, x ist gleich, wenn object ungleich null ist, dann ja, machen wir, wenn dieser Wert true, dieser Ausdruck true ergibt, dann macht das, was hinterm Fragezeichen steht. Und wenn dieser Ausdruck false ergibt, dann macht das, was hinterm Doppelpunkt steht. Ja? Also x bekommt entweder von object getValue, wenn object ungleich null ist, oder 42. Also das ist die Bedingung, das ist das, was im if drin steht, ja, gleichzusetzen mit dem. Das ist dann im then drinnen, ja, das Ergebnis vom then ist, wird zurückgegeben und dem Wert x zugewiesen. Und das ist der else-Zweig sozusagen, also if, then, else und diese Ergebnisse vom then oder vom else werden dem x zugewiesen. Ja, das ist die Kurzform des if then else. Okay, eine weitere Variante, wie wir das ein bisschen verkürzen könnten, wäre, ob ihr Fragezeichen, Fragezeichen, Punkt, getValue. Dieses Fragezeichen, Punkt macht jetzt Folgendes. Wenn ob ihr, also das vorher null ist, dann ergibt dieser ganze Ausdruck null. Und wenn er nicht null ist, dann liefert er diesen Wert. Also das Ergebnis, was hier bei der Methode steht. Hätten wir die Null-Abfrage nicht, könnten wir ja getValue nicht aufrufen, denn das ergibt eine Null-Reference-Exception. So, durch dieses Fragezeichen-Punkt sagen wir, ruf getValue nur dann auf, wenn das vorne ungleich Null ist. Aber, wenn es Null ist, dann wird es nicht aufgerufen, dann liefert aber dieser Ausdruck Null. Wir haben aber einen Integer. Jetzt müssen wir sagen, okay, jetzt brauchen wir einen Operator, der sagt, wenn dieses Ding, dieser Ausdruck Null nicht null ergibt, ja, dann verwende ihn. Und wenn er null ergibt, dann verwende was anderes. Also eigentlich so wie das hier. Wenn das nicht null ist, dann ruft die Methode auf. Und wenn das aber null ist, dann ruft das da hinten auf. Das gleiche haben wir wieder. Wenn es nicht null ist, ruft die Methode auf und gibt den Wert zurück. Und wenn es aber null ist, dann hätte ich gern 42. Diese beiden Ausdrücke sind gleichbedeutend. Also, wenn das Ding null ist, dann ergibt dieser Ausdruck null. Somit nimmt er das, was hinter den doppelten Fragezeichen steht. Also die doppelten Fragezeichen ist einfach dieser Null-Check hier. Ja? Wenn etwas nicht null ist, nimmt er das, was vorne steht. Und wenn es null ist, nimmt er das, was hinten steht. Was auch immer das ist. Ja? Und jetzt haben wir hier Fragezeichen-Punkt, wenn es nicht null ist, ruft die Methode auf und gibt das Ergebnis zurück. Wenn es null ist, dann liefer null.
Und der Operator nimmt dieses Ergebnis jetzt auf, dieses Null-Ergebnis oder Nicht-Null. Ja, wenn es Nicht-Null ist, kommt eine 21 raus. Sagt dieser Operator, hey, das ist nicht Null, also lässt er den 21er als Ergebnis zu. Und wenn es aber Null wird, dann nimmt er den 42er als Ergebnis. Ja, jetzt hätten wir diese drei Operatoren. Der vierte Operator, der letzte, ist eigentlich kein richtiger Operator, sondern eher so das, ach, mir doch egal, Teil. Ja, dieses mir doch egal Teil ist zum Beispiel, heißt so viel wie, lieber Compiler, diese Variable interessiert mich genau überhaupt nicht, du kannst diese absolut vergessen, mir ist das absolut Schnurzpieps egal. Ja, zum Beispiel könnten wir dann sagen, underscore, das Ergebnis ist mir egal, ist gleich obvious. Also nimm das Objekt, wenn es nicht null ist, aber wenn es null ist, nimm das, was hinkommt, throw new argument null exception. Ja, das machen wir so gerne bei Methodenaufrufe. Ja, dieser Ausdruck heißt, wenn dieses Ding nicht null ist, dann würde er das in die Variable reinspeichern, die wir vorne haben. Die ist uns aber schnurzegal, Compiler ignoriert das total. Aber wenn das Ding null ist, dann wirst du bitte diese Exception. Ja, für Required-Parameter in Methoden macht man das gerne. Also ganz konkret: public void foo. Object O, ja, und dieses Object muss required sein, dann kann man sagen, if, jetzt könnten wir natürlich sagen, if O gleich null, throw new argument null exception. Ja, das ist so die Old School Edition, ja, ohne wir sagen, ist gleich, ob wir Fragezeichen, throw new argument null exception. Ja, und diese, nicht obvious, sondern O, und dieses, so, und dieses Underscore heißt, das Ergebnis ist mir egal, lass es einfach bleiben. Ist das gleiche wie can be parsed ist gleich int.tryPars, ja, irgendeine Zahl, und jetzt sage ich, das Ergebnis ist mir egal. Ich will nur wissen, ob es geht. Ja, dann brauche ich hier keine Variable reinschreiben. Jetzt würde mir eine Variable a anlegen und jetzt sage ich, mir egal, ich will den Wert gar nicht gemerkt haben. Ja, immer wenn wir Werte fix ignorieren wollen, bei Out-Parametern, bei Rückgabewerten von Methoden, dann können wir einfach Underscore verwenden. Und der hilft uns dann dabei. Fragezeichen, Fragezeichen, wenn das vorne nicht null ist, dann nimm das vorne, ansonsten nimm das, was hinten kommt. Fragezeichen, Punkt. Wenn das Ding nicht null ist, ruf die Methode auf oder die Eigenschaft auf, wenn das Ding null, und gibt den Ergebniswert zurück. Wenn das Ding null ist, liefert es aber null und er ruft die Methode oder Eigenschaft nicht auf. Und dann muss ich mich um das Null möglicherweise kümmern. Zum Beispiel sage ich, wenn es nicht Null ist, dann nimm das, was rauskommt, und ansonsten nimm im Fragezeichen, Fragezeichen, das, was hinten steht. Ja, möglicherweise etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich das ansieht, diese eine Zeile ist äquivalent zu dem hier. Und mit ein bisschen Übung sieht man das auch entsprechend, ja, sportlich und kann das schnell und effizient interpretieren. Gut, viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, kennt ihr noch schräge Operatoren? Schreibt es in die Kommentare, dann kann ich mir die mal anschauen. Beziehungsweise sagt mal, was ihr haltet davon. Welchen diesen Parameter findet ihr gut und welchen schlecht? Und ja, natürlich gibt es statt diesen hier da, jetzt neu, gibt es ja eine Argument Null Evolution Video. Argument Throw If Null. Ja, das ist die C-Sharp 10 oder .NET 6. Shortest-Variante, die noch ein bisschen schöner und leserlicher ist als die hier, zugegebenerweise. Gut.